Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Ja, diese Woche war nicht gerade eine einfache Woche. Sehr viele Höhen und Tiefen. Liegt teil auch an diesen Temperaturen von 32, 33, 34 Grad. Wirken Medikamente halt nicht so. Und heute merke ich wieder Druck im Kopf, ja. Und viele wissen das ja, ich habe rechte Spastik. Und gestern und heute ist wieder mehr. Ich fange sogar an zu zittern, ja. Kann, wenn ich ein Bild mache mit meinem Smartphone, das Smartphone nicht mehr richtig halten. Es verzeiht sich wieder so einen komischen Stick zu holen, damit es vielleicht besser geht, die Bilder zu machen. Ja, es ist zurzeit wieder verdammt heftig alles, ja. Und die Psyche spielt dann ja auch verrückt. Ja, und es geht dann entweder auf die Spastik oder ich krieg auf den Kopf dann wunde Stellen. Ja, das manchmal aussieht wie Haarausfall, wie ihr seht. Ich war diesmal beim Friseur und Friseur ist immer so eine schwierige Sache bei mir. Die Ängste sind halt da, dass die doch was sagen, wie meine wunden Stellen am Kopf und mir irgendwas andrehen wollen. Macht der Friseur Gott sei Dank nicht, wo ich bin. Der letzte, wo ich ausnahmsweise war, wollte das schon, natürlich, ja. Aber, ja, und dann muss man Friseur ja die Haare jetzt waschen, ja. Das mag ich ja gar nicht, wenn andere meine Haare waschen. Ja, das habe ich noch nie leiden können, ja. Und, aber das ist meine Spastik, gerade trotz Ergotherapie, gerade wieder jetzt die letzten zwei Tage Zicken macht und mit auch was runterfällt und die Hand wehtut. Das geht ja auch auf die Psyche. Ja. Und ich habe jetzt wieder seit dieser Woche öfter jetzt Vergesslichkeit, wollte was tun und danach habe ich überlegt, was wollte ich gerade machen. Ja. Viele meinen, ach Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Doch. Das ist dann so ähnlich wie Demenz, ja. Das kann man nie glauben. Ich habe es auch nie geglaubt. Ich dachte immer, ach, das ist nur dummes Gerede. Nein, 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 nein. Leider ist das nicht der Fall. Man wird vergesslich. Das kann schnell gehen. Ja. Ist keine einfache Sache. Aber es gehört zur Depression dazu. Und ich kriege auch wieder hier leicht einen Hautausschlag wieder, ja. Die Episoden kommen wieder mehr. Laufen fällt schwer. Beine und Arme tun weh. Ja, gut. Rechts ist das wahrscheinlich von der Spastik. Manchmal ist das wirklich, denke ich mir, was fehlt mir eigentlich noch? Ja, ich kriege alles irgendwie ab. Ob es Vererbung ist durch Familie, ob es irgendwas Neues ist, was weder meine Familie noch sonst mein Umfeld hat. Ja. Und seit zwei Nächten schlafe ich nur noch 3-4 Stunden. Das merke ich schon, ja. Aber was soll man machen mit psychischen Erkrankungen? Weil es ist ein innerlicher Druck, ja, den man nicht immer beschreiben kann. Weil man kann sagen, es ist Teil wie Burnout, dass man ausgelaugt ist, sage ich jetzt mal, ausgebrannt. Aber auch wie ein Schwächeanfall oder leichter Herzinfarkt kann man es am besten ein Beispiel nennen, wo man meint, hier zerplatzt man gleich. Ja, aber durch meine Spastik, kommt dann auch noch dazu, dass man auch denkt, warum tut die Hand jetzt schon wieder so weh? Ja, ist wie ein Pochen, poch, 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 als würde jemand nonstop eine Nadel reinhauen. Aber es ist so, ja. Ich bin ja froh, dass ich jetzt eine Dauerverordnung habe, seit fast einem halben Jahr, für die Ergotherapie. Weil ohne hätte ich die letzten Wochen wahrscheinlich nicht überstanden. Weil die letzten Wochen waren ja für viele nicht einfach. Und für chronisch Kranke, mit psychischen Erkrankungen, mit körperlichen Problemen,
ja, war das noch heftiger. Ja, und bei mir geht ja auch die Psyche auch ins Zahnfleisch manchmal über oder in den Knochenbau, auch durch Tabletten wohlgemerkt. Der Körper sucht sich manchmal was aus, die Grenzen, was nicht mehr geht. Die Psyche kann bei einem Menschen so viel kaputt machen oder aufzeigen, wie der Hautausschlag, wie wunde Stellen auf dem Kopf. Oder wie körperliche Probleme, wo man nicht weiß, warum fällt das jetzt alles schwer? Warum kann ich nicht mehr richtig laufen? Ja? Und das ist schon eine schwere Sache. Und mir fällt es manchmal auch schwer. Also, ich rede oft nur über die Krankheit, ja. Und mir tut eigentlich immer gut, wenn mir Betroffene schreiben, sie ziehen sich an mir hoch. Das ist für mich emotional, ja. Aber es ist auch toll, dass man das jetzt seit 3 Jahren macht und es immer mehr Anklang findet. Ob es auf Facebook, auf Instagram, auf meinem YouTube-Kanal, auf meiner Blogseite, ja. Es bedeutet mir sehr viel, weil ich verdiene hier damit kein Geld, ja. Ich mache das für mich und auch, um Betroffene zu helfen. Ja, nur so kann man auch was bewirken. Ja, man muss nicht Millionen Follower haben. Die sind doch manchmal gar nicht, entweder nicht echt oder gekauft oder sonst was. Ja, ich mache das, um auch mir was Gutes zu tun, um darüber zu reden. Und ich habe viele Fans schon in der Schweiz. Ein paar in Österreich und natürlich auch aus Deutschland, logisch. Aber es bedeutet mir sehr viel, diese Krankheit weiter nach vorne zu bringen. Dummes Gerede wird es immer geben. Ja? Und die Menschen, die im Umfeld dumm reden, die braucht man dann nicht mehr. Von denen sollte man sich besser entfernen. Ja? Aber wie gesagt, die Spastik ist gerade ein bisschen mehr geworden wie in den letzten Tagen. Ist halt kritisch. Und nicht einfach. Aber was ist schon einfach im Leben, ja? Mit diesen Erkrankungen. Ob es Behinderungen sind, ob es psychische Erkrankungen sind. Wir alle haben uns das nicht selbst rausgesucht. Es ist halt da. Wir haben Handicaps, ja? Aber wir kämpfen jeden Tag darum. Ja? Für viele ist jeder Tag eine neue Herausforderung. So. Ich hoffe, ich konnte dieses Themenfeld wieder heute abbringen. Ich wünsche euch jetzt schon wieder ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche zu meinem nächsten Samstagsvideo. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.